Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Minecraft Era. Hallo! Ja. Boah, gekonnt auf den Stuhl gesprungen, sage ich dazu nur, ne? Ja, beim letzten Mal war ja die Streamaufnahme und heute mal wieder ohne euch. Ja, oh, ich liebe mein Wohnzimmer. Ich finde das schön. Ich finde das auch schnieke. Hast du mein Schlafzimmer eigentlich schon mal gesehen? Also, es ist ja unser Gästehaus, ne? Ist ja, unser ja klar, habe ich mein Schlafzimmer schon gesehen. Nein. Ich finde die Treppe geil. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bücherregal, so ein kleines. Ja. Cool, ne? Guck mal. Oh, ja. Das ist schöner als, ich glaub, als unser Ich glaube, die hatten wir beim letzten Mal gezeigt. Ne, Quatsch, haben wir nicht gezeigt. Ich habe es bei dir gesehen. Ja. Daher wusste ich, dass es aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon Holz reingemacht habe. Die habe ich nämlich mit dem, Zimmermannsmod. Nee, habe ich noch nicht. Gucke. Zack. Jetzt machen wir das nämlich. Hallo. Hallo. Dann geht das nicht. Ah, jetzt. Schön. Da. Cool, ne? Wunderschön. Und ich habe einen neuen Shader. Sieht man wahrscheinlich hier schon so ein bisschen. Ja? Jetzt mit Sonnenstrahleffekt. Und nicht so hässlich wie der andere. Nicht am Flackern. Ich weiß nur nicht, ich hab's nur noch nicht getestet hier mit. Okay. Oh. Oh. Na, geht aber. Nee. Der nicht? Nee. Geht gar nicht. Guck das doch mal. Hättest du mal vor der Aufnahme testen sollen. Ich sehe gar nichts. Ja, wir wollten ja eh nicht mehr so oft die Fledermaus. Ja, guck mal hier, weil der auch am Flackern ist. Das ist jetzt durch den Morph-Mod. Das ist leider nicht kompatibel, aber die anderen waren auch nicht so hundertprozentig kompatibel. Von daher ist das eigentlich vertretbar, wie auch immer. Und, jo, was machen wir denn heute Schickes? Na, ich würde hier an dem Terrain weiterbauen von dem Haus. Und ja, ich hatte auch eine du Idee. Du wolltest irgendwie beim Feld da weitermachen? Und ja, ja. Aber vorher schnabuliere ich ein Brötchen. Oh, ich glaube, ich brauche viel Erde. Ich muss mal gucken, ob wir noch Erde haben. Ich muss schneller sein als ich. Ich brauche auch viel Erde. Schneller! Lauf! Lauf, Palo, lauf! Du bist so doof. Ich brauche auch Erde. Ja, dann nimm du die Erde. Nein, da ist bestimmt noch genug. Wir haben noch so viel, glaube ich, gesammelt. Und nicht, dass uns die Leute jetzt in den nächsten Folgen Erde spenden. Bitte nicht. Wir müssen erstmal die anderen Spenden alle reinlegen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Aber wir haben es immer noch nicht gemacht. Richtig. Und nein, wir haben auch uns immer noch nicht mit den Sachen beschäftigt, die uns die Leute das letzte Mal so vorgeführt haben. So also zum Beispiel diese unkaputtbare Spitzhacke. Ja, guckt mal hier die. Achso, das seht ihr, seht mich ja jetzt nicht. Der Marc ja, ist wenn ja du schon wieder Kilometer vorausgerannt. Wenn du irgendwann einen PC hast, Baby, ne? Einen richtigen schönen Stand-PC, der hier im Arbeitszimmer steht, dann kannst du ja auch aufnehmen und dann können wir ja eine Susi und Palo. Nein, will ich gar nicht, aber. Da brauchen wir auch nur eine Tonspur. Und was machst du denn hier? Ich wäre ja schon froh. Fall runter die Brücke! Oh nein! Hundi! Das ist doch noch ein Baby! Kannst du doch ein Baby nicht so in Angst einjagen? Komm hier! Nein, ich meine, ich wäre ja schon froh, wenn ich überhaupt schon mal einen Schreibtischstuhl hätte. Wolltest du morgen noch dahin? Zu Ikea morgen? Boah. Ja, ich frage mal. Hundi, komm! Hey, Sammy, hier, nein, bleibst du? Siehst du, das hast du davon. Na gut, jetzt kann ich wenigstens die Brücke wieder zumachen. Wir haben jetzt hier einen freilaufenden Hund, super. Wo ist der denn? Keine Ahnung, ich hab ihn gerade bellen gehört. Hast du ihn gerade getötet? Nein, der ist irgendwo runtergefallen. Der hat Schaden bekommen, da ist er. Komm hier. Oh, der blutet. Komm hier, Hundi, komm. Ja, warte, ich heile ihn. Ich heile ihn und trisch auf ihn ein. Kartoffel. Das nicht das Nein, hier, verrottetes Fleisch kannst du ihm auch geben. Er ist schon geheilt. Was machst du? Ups. Da, la, 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 la. Hundi, komm! Sammy. Ich bin ja als erstes an der Erde. Fuck! Hau ab! Nein! Meine Ehre! Geh weg! Ich weiß gar nicht. Geh weg, Hund! Fass! Nein. No. So, wir haben gar nicht so viel. Ich nehme mir eins, du darfst dir die anderen nehmen. Tschüss! Ich habe gesagt, du darfst, ne? Die Truhe ist schon geplündert, ne? Ja, ja. Hundi, sitz.
Kann man, das andere ist, was ist denn das andere eigentlich? Für eine, das ist auch Erde, aber diese Chisel-Erde, die du getrocknete Erde von Biom zu Plandy. Und heilige Erde und haben wir da. Purified Dirt. Ja, heilige und... Warum habe ich eigentlich wieder auf Englisch gestellt? Das ist ja auch... Weiß ich nicht, weil es, glaube ich, abgestürzt war oder so. Ach, das ist irgendwie... Beim Umstellen immer. Ich probier mal. Ich glaube, dann stürzt ab. Ich glaube, das stürzt dann ab. Passiert ja nichts. Ich sag's nur. Nicht, dass da wieder heißt, warum ich das abgestürzt? Halt, ob ich so rede. Stimmt, du redest. Warum ist es abgestürzt? Du bist doof. Ich rede gar nicht so. Stimmt. Warum ist das abgestürzt? Okay, er hatte recht. Ist abgestürzt, habe ich doch gesagt. Ja. Ne? Jetzt ist er noch drauf, aber bei, also hier wirst du noch als online angezeigt. Aber jeden Moment wirst du jetzt runterfliegen. Das ist voll creepy, weißt du, so wie in so einem Horrorfilm, weißt du, wenn ein Mensch, der eigentlich gestorben ist, in den japanischen Horrorfilmen ist das meist so, der dann immer so abgewandt in der Ecke steht. Und du weißt jeden Moment, ich bin da. Naja, weil im japanischen Horrorfilm ist das halt noch so anders halt. Ich weiß nicht, da ist nicht so mit riesigen Schockeffekten, aber man erschrickt sich trotzdem übelst. Ich war mal eine Zeit lang übelster Fan von japanischen Horrorfilmen. Bis dann die Amis angefangen haben, alle richtig guten japanischen Horrorfilme nachzuverfilmen und dann war es nicht mehr so spannend. Mhm. Also alles, was du so kennst, The Grudge, The Ring. Kenn ich nicht. The Mirror, das sind alles. Wir wollten immer mal Grudge gucken, aber irgendwie will ich gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe dir so eine Angst gemacht vor dem Original. Also die amerikanische Variante finde ich gar nicht so prickelnd. Mit Schauspielerin, wie heißt sie hier? Buffy im Band der Dämonen, wie heißt die Schauspielerin? Britney Spears. Nee, aber die sieht fast so aus. Britney Spears. Wie heißt sie denn? Britney Spears. Nein. Mit Bier. Nein. Bier. Wird dann so geschrieben. Aber die meisten wissen bestimmt, wen ich meine. Die spielt da die Hauptrolle. Und genau. Ich warte gerade darauf, dass du reinkommst. Ja, ich sehe es doch bei dir. Britney Spears. So wird die geschrieben. Britney Spears. Ah, okay. Ja. Weißt du was, so nenne ich glaube ich die Folge. Britney Spears. Na ja, toll. Die Leute wundern sich immer, warum immer so schlechte Folgentitel kommen. Nein. Boah, du bist scheiße. Um mal damit weiterzumachen. Ja, das wissen ja die Leute schon, dass ich scheiße bin. Also. Nein. So früher war voll der Liebesband, ne? Und jetzt bin ich halt scheiße. Nö. Das waren jetzt 10 Sekunden Schweigen. Das waren 10 Sekunden Kuss. Guck mal. Das war eine Sekunde. Nein. Das war eine Sekunde. Oh, komm mal, geh mir das nicht. Geh weg. Ich liebe dich. Ja. Aber ich habe nur, weil ich ihn daran erinnert habe, dass es früher mal sowas wie Liebesband gab, ne? Stimmt ich gar nicht. Kann ich eigentlich abkürzen, wenn ich hier runterspringe? Da springst du was in den Tod. Was ist denn da drüben eigentlich? Was? Warte, ich komm mal gucken. Nein, ich meine hier. Das, wo geht's denn da hin? Ach scheiße, ich habe das immer noch nicht umgeändert. Ja. War das, ne? So, was? Wo geht's denn da drüben hin? Hattest du da mal was vor, da auf diesen Dings zu bauen? Das ach, war nein, von Netro was. Das ist unsere Plattform. Mein. Ist ja gut. Ruhig, Brauner. Frau, also ja. Ey, daran siehst du mal, wie lange du nicht mehr aufgenommen hast. Eine Woche. Nein. Nein. Das kommt mir jedenfalls so vor, als ob das von einer Woche das war. Sind zwei Wochen. Drei Wochen. Zwei Wochen. Nein, morgen das war ist unsere letzte Wochen. Urlaubswoche. Nein, unsere erste Urlaubswoche. Wo wir den Stream gemacht haben? Ja, unsere erste Urlaubswoche. Echt? Ja, der erste Samstag im Urlaub. Na gut. Ist ja gut. Yep, sag ich hatte recht. Du hattest fast recht. Ich hatte recht. Ich will's hören, aus deinem Mund. Du hattest fast recht. Mrs. Always Right. Ja, deswegen darf ich den Titel darf ich mir ja nicht aberkennen selbst.
Deswegen hast du fast recht. Doch, den musst du dir selbst aberkennen. Nee. Anders ist es nicht gültig. Ich bin Mrs. Always Right und du bist Mr. Fast Recht. Ich weiß jetzt nicht. Du bist Mrs. Partly. Mrs. Ja. Guck mal da hinten, da kommt sie. Eigentlich wollte ich ja du hast ja hier schon ein bisschen angefangen mit dem Wiegen, ne? Aber eigentlich wollte ich das hier mal so ein bisschen angleichen, so, aber da brauche ich dann wirklich viel Erde, da muss ich mir mal überlegen, wo ich die herhole. Nee, ja, das Einzige, was er hier angleichen könnte, wäre hier. Das Stück. Ja, guck mal, wie schön der Shader ist. Ja. Guck mal, wie geil. Nee, mir gefällt das nicht hier, dieses so Stück. Ist das geil! Mega! Dein Haus strahlt im Mondeslicht. Ich sag's dir, das sieht so geil aus. Baby. Guck mal. Ja. Oh. Wollen wir mal eben hier oben in das Zimmermannsbett? Willst du unbedingt? Also ich muss dann hier immer in Megas Bett gehen. Aber guck mal, wie schön, Baby. Ja, ich gehe jetzt hier oben in das Bett. Oh, ich liebe diesen Schilder. Der ist schöner als der Zeus. Und kommst du hinterher oder muss ich die Tür zu machen? Ich mach lieber die Tür zu. Ich hab mir einfach die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ja. Erster. Stimmt geil. Ach, guck mal. Mit Bettdecke. Das sieht ja aus. Mit Bettdecke. Ohne Rüstung wäre das natürlich wenig. Ja. Aber mit Bettdecke. Hallo? Oh, cool. Wie cool. Guck mal, da steht Britney Spears. Ja. Machst du's Bett? Nein, heute bin ich nicht. Oh, wie geil, Baby, du hast es perfekt gebaut. Der Sonnenaufgang kommt genau aufs Bett drauf. Boah, das habe ich da alles berechnet. Nicht. Oh, guck mal, wie geil. Oh, Baby, das ist so geil. Ich liebe es. Mein Kaffee ist fast leer, was machen wir da? Oh, ich wollte dir vor der Aufnahme noch sagen, dass du heute keine Kaffeepause machen darfst. Zu spät. Nö. Wir haben gesagt, wir sprechen das vorher ab und du hast mich nicht um Erlaubnis gefragt, ob du Kaffee holen gehen darf. Darf ich? Nö, was soll ich denn da jetzt in der Zeit den Leuten erzählen? Schmarrn oder so. Nee, nicht Schmarrn. So. So, pass mal auf, jetzt muss ich mal eben gucken. Ging das Feld? Hat das schon funktioniert? Weißt du das? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich denke mal, wenn du sowas gebaut hast, dann wird das schon funktioniert haben. 1, 2, 3, 4, 5er Höhe. Dum-di-dum. So, dann müsste ja hier wieder Wasser kommen, ne? Nee, gar nicht wahr. Haha. Gar nicht wahr, haha? Ja. Soll ich das hier lassen, Honey? Was denn? Das, den Baum? Ja klar, hast du einen kleinen Busch? Nee, wenn ich das zubaue, habe ich gleich keinen Busch mehr. Dann ist es ein eingebautes, weiß ich nicht. Ein eingebautes, weiß ich nicht? Ja, was weiß ich. Ach, was weiß ich? Ein eingebautes, was weiß ich? Komm, darf ich nicht gleich den Kaffee auffüllen? Ja, ich weiß auch nicht, was ich den Leuten erzählen soll. Ich auch nicht. Ich bin nicht so gesprächig, ich brauche mal dich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meine Erde ist alle. Bringst du mir Erde mit, wenn du schon mal Kaffee holen gehst? 10. Warum hast du das eigentlich nicht auf das Grab gestellt, den Topf? Hä? Vor dem Grab? Da stellt man auf dem Grab. Nein, stellt man davor bei meinem Grab. Mega, darf ich deinen Topf auf den Grab stellen? Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Ich verbiete es dir. Ich verbiete es dir. Mach ich aber. Boah, du bist so gemein. Der Mega darf dann in den Kommentaren schreiben, ob das so stehen bleiben darf. Du bist so gemein. Nö. Doch. Sag mir mal, wo ich jetzt Erde herkriege. Ich hatte eigentlich. Ich muss gleich auch noch Erde holen. Das wird nicht reichen, was ich hier. Ja, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, diese Folge Erde zu klopfen, aber ich meine, ich mache das ja gerne. Ich auch nicht, aber ich muss. Ne? Ich muss auf jeden Fall was haben an Erde. Ich mache das ja gerne. Ich liebe das ja. Habe ich noch eine Schippe? Die Kate. Nein! Ich habe da oben ein Stück Holz vergessen. Guck mal, was ich hier entdeckt habe, Honey. Eine Geh dir Kaffee holen, los. Du bist so doof, ey. So. Der kleine Nerv, hier ist weg. Noch nicht ganz, aber gleich. So,
Jetzt könnte ich ja eigentlich rein theoretisch über ihn lästern. Aber mir fällt gerade nichts ein. Verdammt. Wenn man schon mal lästern will, dann geht's nicht. Ja, so, wie geht's euch so? Ich, er kommt schon wieder. Gott sei Dank, ich muss hier nichts labern. Nein, ich muss nochmal kurz weg. Oh. Ich hab die Kanne in der Hand. Ich hab die Kanne. Ach, krieg ich jetzt auch noch Kaffee? Ja. Aber krieg ich noch Milch? Ja, du darfst doch mal losgehen und mir Milch holen, weil ohne Milch trinke ich aber dann bleibe ich auch hier, dann lasse ich die Milch jetzt erstmal hier stehen. Ja. Das wird ja nicht von 5 Minuten schlecht. Ach, dann wird Buttermilch draus. Ha. Ich weiß, der war schlecht.